So, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Kannst du das Ach, hacken? da komme ich. Ach, genau. Mach mal auch mal was hier, Kleiner. Ja, dein armer Scump-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Oh! Mutig! Beim Hacken unterbrochen. Also, was war drin? Was war drin, ja? Eine Hülse. Kosmetisch. Juckt mich nicht. Ach, hat er schon gehackt? Das schon gehackt. So, hier können wir doch wieder lang, oder? Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Aber ich kann wieder hier runterspringen. So, ich bin hier lang gegangen, da ging es hoch. Jetzt gehe ich hier lang. Dann geht's geradeaus. Schaffe ich das? Ja, bestimmt. Nicht. Oh, 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 oh. Ich bin gleich wieder tot. Ich muss ausweichen lernen. Ich bin ausgewichen. Weiß nur nicht, ob das gut war. Scanner. Ein Scan? Wie heißt der hässliche Käfer? Blocks. So. Hä, hier war ich doch gerade oben. Okay, ich bin jetzt schon lost. So, was da? Komm ich da hin? Da könnte ich rüberklettern. Wenn ich in die Richtung gucke. Ich gucke ja in die Richtung. Das ist ja, richtig. Dann ist das das richtige Objekt. Okay. Dann runter. Oh, mein Leben. Oh, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich muss hier runter. Da sind Pflanzen. Was ist das denn? Achso, Info. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinrock. Beinrock. Okay, okay. Ich möchte nicht nach oben. Ich möchte nach unten. Jetzt bin ich außen rum gelaufen. Perfekt. Eieiei. Ah, ich kann irgendwie... Wenn ich das Gerät... Ja, da komme ich nach ganz unten. Okay, dann muss ich irgendwie wieder zurück. Hier lang. Roboter, let's go. Wir wollen runter. Perfekt. Ah, hier ist auch noch was. Ach, hier ist ein Meditieren-Ding. Ja, ich brauche nämlich live. Ja, ich muss mich ausruhen. Keine Chance, keine Wahl. Meinst du das hier? Oh, komm, runter, runter. Es ist nicht weit genug, oder? Ah, doch, doch, könnte sein. Oh, ich hab den Luft machen. Ah, ich muss den Angriff machen. Ah, nice.
Lauf weg! Yeah. Huh? Nicht du sollst weglaufen, Gegner. Der Roboter. Oder eigentlich auf meine Schulter. Das macht auch keinen Sinn. Zack, zack, zack. So, nee, gegen den möchte ich nicht nochmal. So, da komme ich hoch. Und hier? Nein, warte, hä? Schau zu, BD1. Ich dachte, ich laufe dagegen. Gut gemacht. Ja, und jetzt? Mach hinter hier. Mach runter. Wir sagen einfach mal, der Weg ist falsch. Ist er auch. Das wird der Rückweg sein, aber... Er kann sich ausweichen, haben die gesagt. Okay, ich geh weg. Weiter, weiter, weiter. Und das ist safe doch weg. Ah, hier kann ich schon wieder meditieren. Hinter mir, ne? Scheiß drauf. Sollen sie nur respawnen hinter mir? Wieder meine super Map benutzen. So, ich bin in dem Ding drin. Im Turm. So, das heißt, das hier müsste mein Hauptziel sein. Nein. In die Richtung? Unten. Da unten rein. Ich komme von da oben. Nee, ich komme von da. Ein Licht. Da liegt noch was. Ja, ich hole mir das Item. Greif es, greif es. Wow, 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 lassen Sie mich in Ruhe. Weg. Lassen Sie mich. Ich tue Ihnen nichts, Sie tun mir nichts. Verarschen. Oh, 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 oh. Das mocht er nicht. Komm her, BD1. Wie, du warst weg? Lässt du mich einfach alleine? Ich sehe nach. Ja, was scannst du denn hier? Ein Fisch? Was soll ich mit einem Fisch? So, oh, genau, Gegner killen für Fähigkeitspunkte. Ich werde nicht viele Fähigkeiten bekommen mit dem Gang, glaube ich. Ich gehe den Gegnern, glaube ich, lieber aus dem Weg. Aber ich glaube, hier ist das Ziel. Ja, sieht gut aus. Ach, da sind die Fische wieder. Das müssen sie sein. Vermute ich mal. Versuche einfach nicht da unten zu landen. Hat sehr gut geklappt. Perfekt. Fall nicht zurück, BD1. Steigt der denn noch mal auf? Siehst du was da drin? Lauf. Junge, lauf. Junge, lauf! Schönen guten Tag. Soll ich so einen Wandlauf-Dings-Sprung machen? Ah, hell! Moin, Meister! Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Warum sehe ich so hässlich aus? Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Mit der Macht oder was? Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Ich wusste nicht, wann der Start war.
So. Schneller, mehr Intensität. Nicht nachdenken, einfach rein. Ja. Man laufen, passt. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ja, da passt. Ich erinnere mich an alte Tricks. Jo. Okay, jetzt bin ich. Ach, das war nur zum Erlernen der Fähigkeit. Also, ja, wo muss ich dann jetzt hin? Da ist was Rotes. Und da ist ein Fahrstuhl. Der Fahrstuhl geht jetzt, glaube ich. Ja. Rot, ach, geblockt. Grün, verfügbar. Ja, Fahrstuhl verfügbar. Dann fahr ich Fahrstuhl. Kannst du mir die Abkürzung nochmal? Und die ist jetzt auch aktiv. Perfekt. Ja, dann lass Fahrstuhl fahren. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder an. So. Wow. Ah, und jetzt das hier. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Toll. Nein, nicht toll. Ah, warte, das hätte mich nur hier gebracht. Oder? Da komme ich wieder zurück. Scheiße, wie komme ich hoch? Ah, hier. Die Gegner respawnen, die sind eh schon respawned. Ich glaube, ich habe einen Punkt. Die drei Sachen kann ich wahrscheinlich machen. Ja, da nehme ich erstmal Leben. Hier, das hier. Das möchte ich haben. Achso. Da steht Leertaste, aber mit linker Maus, das funktioniert besser. Okay. Lass nicht drüber reden. So, ausruhen muss ich mich nicht verlassen. So, ich habe es live. Du Kulte, kannst du nicht machen. Ah, genau, das ist der perfekte Rückweg. So, und Fahrstuhl. Jetzt muss ich wieder den Weg nehmen, den ich schon 50 Mal ausprobiert habe. So, wieder hier schwingen. Achso, loslassen. Komm her. Jetzt, ich mag sowas nicht. Bin kein Fan von sowas. Nochmal. Perfekt. Ich verliere immer ein bisschen Leben, scheiße. Jetzt aber. Ich weiß auch nicht, ob ich das gedrückt halten muss. Scheiße. Und so, Leertaste, nochmal Leertaste. Nochmal Leertaste am Ende, okay. Nicht gedrückt halten, einmal drücken. Puh. Wettrennen? Oh, das alte Gewölbe, Mass Effect. Oh, dann los! Was, Wettrennen? Ich... Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Ja, hätte er auch. Ich glaubte nicht, dass du ein Training hattest. Erst speichern, dann das machen. Beides. Speichern, machen, speichern. So, müsste passen. Ausruhen. Home is it eh.
Alle Gegner da, wahrscheinlich. So, Alla. Was geht ab? Warte, warte, warte. Soll irgendwas wohl einsammeln? Ah, Scan. Ein Scan? Moos. Achso, du meinst die Tafel? Ich finde das Moos schön. Guck mal hier, Töpfe. Interessiert sich wieder für den Boden. Ah, wir haben unterschiedliche Interessen. Ah, ja, ja. So, jetzt haben wir wieder was lernen, wa? Oh ja, das fühlt sich aber gut an, du. Oh, geil. So. Zwei Sachen gescannt und ein Tor aufgemacht. Das speichere ich erstmal. Dann meine ich nochmal. Ich sehe nichts. Hallo? Jemand da? Hallo? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Welche Prüfung? Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel, erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Danke, Allah. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ja, ich hab einen Freund, juhu! Das war einmal vor langer Zeit. Ich finde das Gewölbe. Oh, ich soll nach alten Gräbern suchen. Aber nicht noch hier, oder? So, unerkundet. Ja, einfach zurück, wa? So, hier, unerkundet zurück. Zack, zack, zack. Verschlossen. Perfekt. Brauche ich nicht. Unerkundet zurück. Zack, zack, zack. Jump, jump, jump. Schiff. Sieht gleich. Sieht. Ja, so machen wir's. Sieht gut aus. So, und Sesam, schließe dich.
Doch nicht. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Alter, ich habe Platz hinten. Muss ich? Wie ging das nochmal? Ach, F. Leer und deine Macht. Was? Deine Machtanzeige ist leer. Füge Gegnern Schaden. Ja, ich hasse Ausweichen, ich kann das doch nicht. Ich schau ja hin. Ok. Götu. Ok, Götu. Hässliche Kröte. Kann ich mir besser merken. Och Mann, ich brauche Ausweichen auf einer anderen Taste. C ist nicht gut. Alt vielleicht. Alt könnte gut sein. Am besten wäre eine Maustaste. Gehen wir, BD1. Oh ja, wir gehen hier runter, wa? Toll. Wenn ich das hier kaputt mache. Passt doch. Und da gibt es eine Werkstatt wieder. Da war ich, da komme ich ja her. Ich kann jetzt hier einfach zurück, oder? Ist das tödlich? Nee. Das ist ein Dach. Waren doch gerade noch Gegner, oder bin ich... Habe ich das eingebildet? Ich meine, ich habe hier Gegner gesehen, oder waren es Maulwürfe? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Alles klar. Warte, willst du noch was hier, Kollege? Gerne. Was? Mach mal. Ich seh's mir an. Nee, mach ich nicht. Ist ein Stein. Oh, geil. Hab ich? Ja, nein, vielleicht? Nö. Ah, ausruhen, ja. Ja, ja. Da ist so eine... Ah, da wollte ich vorhin schon hin. Ich mach einfach mal. So, geht das? Geht das? Ja. Au! Holy shit! Alter! Komm ich hoch? So. Eins! Ah, perfekt. Eins! Hätte auch. Beide eins. Erstmal unten. Jetzt oben. Lauf! Oh. Was ist das für ein Ort? Das Bild dreht sich. Schön. Passiert nichts. Okay, egal. Kann ich hoch? Geh da hoch. Los, let's go. Hoch. Okay, lass dich mal fallen. Schlecht, alles schlecht. Sieht jetzt alles nicht so unschmerzhaft aus. Nein. Wow. Da?
Falls ich verkacke. Wo ist denn da? Ah, so, warte. Bam. Nee. Aber hier kann man dran. 100%. Let's go. Soll ich da hochkommen? Als ob. So, haha. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Okay. Dann werde ich hier abschalten können. Alle bitte, auch die da vorne. Toll. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich würde gerne alles erkunden. Was? What the fuck? Da ist was Kosmetisches drin. Scheiß drauf. Wie geht's denn hier zurück? So nicht. Das war falsch. Scheiße, ich muss das hier schaffen. Ich muss doch hier. Nee. Ja, hoch mit dir, Kollege. Hoch. So, seitlich. Tschüss. So, mal gucken. Da war ich mal. Hoch, Kollege. Ballrun, den ich diesmal schaffe. Dran, eh. Ha. Oh, das Schiff. Oh, stehen, ich will dich fangen. Ist hier noch irgendwas? Ah, da ist noch was. Ich trau mich nur nicht. Sieht aber nach dem einzigen Weg aus. Scheiß drauf! Perfekt. Hier vielleicht? Gut, das Leben sinkt. Ich lasse es mal. Das ist was für die Rätselprofis. Da zähle ich mich jetzt einfach mal nicht dazu. Das ist genauso eine Distanz. Vielleicht wird man es schaffen. Egal, ich nehme die Seilrutsche. Das sieht linear aus. Na, was für Dinger? Nimm das Ding jetzt hier. Jetzt muss ich vielleicht einen Wandschlaufsprung machen. Er hat es selber gemacht. So, du hast, glaube ich, noch ein bis zwei Versuche. Kollege, mach das richtig. Na gut. Wir klettern! So, hoch hier. Kommt, ey, ich greife noch so einen Maulwurf an. Leute! Aufbruch! Aufbruch! Ganz schnell!
Ich will hier weg, Leute. Ich will hier weg. Wo ist die Tür? Ah. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Ja, besser ist das. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Der Stubenrein. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Das hast ist für Arme. Wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ja, super. Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Und jetzt soll ich den ganzen Scheiß machen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Ich habe die Wahl? Boah, da muss ich erstmal Nacht drüber schlafen. Wie kann ich ihn jetzt hier... Speichern aller. Ah, pennen gehen wir. So, Lichtschwert anpassen. Ah, hier kann ich pennen. Erstmal meditieren.